Ja, nach 5 Tagen Open World wurden wir aufs Herzlichste begrüßt und haben das Herz im Hintergrund. Und nachdem wir jetzt hier live von der Scope Alliance den Ace Director mit dem Andreas Kopp haben und den Markus, der auch fleißig Sessions besucht haben, einfach die Frage, was ist euer Fazit nach 5 Tagen Open World? Wohin bewegt sich Oracle und was haben wir in Zukunft zu erwarten? Markus, dein Statement. Mein Statement. Ja, die Cloud Adoption geht voran. Oracle macht guten Fortschritt damit. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, Private und Public Cloud zusammen, ich glaube, das könnte auch für deutsche Kunden ganz interessant sein. Ja, Andreas, wie sieht es bei dir aus? Ja, also Cloud ist natürlich das allumfassende Thema hier gewesen, nach wie vor. Du hast es erwähnt, Private und Public Cloud, das schmilzt mehr oder weniger zusammen. Das heißt, große Unternehmen haben die Möglichkeit, jetzt quasi ihre Private Cloud komplett in ihrem Datacenter laufen zu lassen. Das wird, wie gesagt, deutsche Kunden freuen. Und ansonsten, Highlight ist natürlich das Thema Applikationsentwicklung, Development Tools. Da gibt es jetzt neben Forms, Apex, was haben wir noch, ADF, gibt es jetzt Oracle Jet plus Application Builder Cloud Service. Das heißt, wir haben jetzt so nach dem Motto 5 verschiedene Development Tools. Und das wird jetzt spannend natürlich, weil jetzt kommen natürlich die Fragen, was passiert mit ADF, geht es weiter? Soll man da losstarten mit Jet? Das ist eher so für JavaScript, HTML5-Entwickler gedacht. Also ganz, ganz spannende Themen und ich glaube, da werden wir noch ganz viel Spaß haben, auch in den nächsten Jahren. Ja, und Markus, an dich vielleicht noch die Frage in Zukunft. Markus Lohn als Jet-Entwickler oder Michael Krebs als Experte fürs Application Building mit Drag and Drop? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich glaube, letzteres, da haben wir mittlerweile ganz gute Chancen. Das tun sie so ausgereift, dass auch ein Michael Krebs als Business Developer sicherlich Anwendungen ganz einfach entwickeln kann. Ansonsten als Informatiker muss man eh flexibel sein und mal schauen, vielleicht werde ich auch noch JavaScript-Freund. Mal sehen, was die Zukunft bringen wird. Und von euch beiden noch mit einem Satz vielleicht das letzte Fazit zur Open World 2015, bevor es morgen für viele wieder nach Hause geht. Markus? Hat gerockt. Andreas? Hat super viel Spaß gemacht. Für mich war es das erste Mal. San Francisco, natürlich super Location hier und ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Das wird großartig. In diesem Sinne, danke euch beiden und wir schauen uns jetzt noch den Nachthimmel von San Francisco an.